Willkommen zu meinem heutigen Video über den Iliopsoas, der auch als Muskel der Seele bekannt ist, und ich würde euch gerne hier die Zusammenhänge erklären. Wir werden uns in diesem Video ansehen, warum dieser Muskel so wichtig ist, besonders wenn es um Rückenschmerzen geht. Der Iliopsoas besteht, wie der Name schon sagt, aus zwei Hauptteilen, nämlich dem Musculus iliacus und dem Musculus psoas major. Den Psoas major kennen wir aus der Fleischerei auch als Lungenbraten. Der Psoas major ist der tiefste Muskel im menschlichen Körper und beginnt im unteren Rücken an der Seite der Lendenwirbelsäule. Von dort zieht er durch den Unterbauch bis über das Becken und zur Innenseite des Oberschenkelknochens. Konkret heißt das, entspringt der Musculus iliacus aus der Fossa iliaca, und der Musculus psoas major hat zwei Schichten, eine oberflächliche und eine tiefe. Die oberflächliche Schicht entspringt von den Wirbelkörpern von TH12 bis L4 sowie von den Bandscheiben TH12 bis L4, und die tiefe Schicht entspringt von den Processi costalis L1 bis L4. Der gemeinsame Ansatz von Musculus iliacus und psoas major ist der Trochanter minor am Femur. Innerviert wird der Muskel vom Nervus femoralis, Segment L1 bis L4, und aus direkten Ästen aus dem Plexus lumbalis. Was macht jetzt der Iliopsoas? Im Hüftgelenk beugt er, das heißt, er macht eine Flexion und je nach Stellung eine Außen- oder teilweise Innenrotation. In der Lendenwirbelsäule macht er bei einseitiger Kontraktion eine Lateralflexion und auch eine Inklination der Lendenwirbelsäule. Der Musculus iliopsoas ist durch fasziale Verbindungen eng mit unserem Zwerchfell verbunden. Und diese Verbindungen sind nicht nur für die Atmung wichtig, sondern beeinflussen auch unseren Angstreflex. Der Iliopsoas ist nämlich direkt mit dem sogenannten Reptiliengehirn, das ist der älteste Teil unseres Gehirnes, verbunden. Und dieses Gebiet steuert unter anderem unseren Kampf- und Fluchtreflex, und deshalb reagiert der Iliopsoas besonders empfindlich auf psychoemotionale Belastungen und Stress. Das ist ganz einfach erklärt: Wenn wir Stress haben, das haben wir alle schon bemerkt, dann verändert sich unsere Atmung. Eine vermehrte Anspannung im Zwerchfell, eine veränderte Atmung wirkt somit über die faszialen Verbindungen direkt auf den Musculus iliopsoas. Das heißt, wenn nun der Iliopsoas aufgrund von Stress besonders belastet ist, kann er sich verspannen, verkürzen oder sogar blockieren. Langes Sitzen und wenig Bewegung verschlimmen natürlich diese Verspannung zusätzlich. Und bleiben diese Verspannungen lange bestehen, kann dies zu chronischen Rückenschmerzen führen, die auch die autochthone Rückenmuskulatur und den Musculus quadratus lumborum wieder über fasziale Verbindungen mit beeinflussen. Und somit werden Rückenschmerzen chronisch und perpetuieren. Werden diese Verspannungen nicht durch Stressreduktion, Sport und Bewegung und weniger Sitzen gelöst, dann können sie sich negativ auf das gesamte Muskelsystem in Rücken und Hüfte auswirken. Ein verspannter Musculus psoas zieht die Lendenwirbelsäule stärker nach vorne, und das führt längerfristig zu einem sogenannten Hohlkreuz, und es kann auch zu Bandscheibenproblemen kommen, zu Skoliosen, Hüftschmerzen, Knieschmerzen sowie auch zu Ischiasproblemen. Weiters können auch Verdauungsprobleme durch einen verspannten Iliopsoas ausgelöst werden, auch Bauchschmerzen oder auch Regelbeschwerden. Ein hochgespannter Musculus iliopsoas wirkt sich natürlich auch auf die Bauchdecke aus, und eine sehr stark gespannte Bauchdecke oder eine Bauchdecke, die in Dysbalance ist, wirkt sich wieder negativ auf die Verdauung aus. Und somit ist es besonders wichtig, den Iliopsoas regelmäßig zu entspannen und zu dehnen. Aber genauso wichtig ist es, emotionale Belastungen zu verarbeiten und Stress im Alltag zu reduzieren, um psychosomatische Belastungen zu lösen. Schön, dass ich euch ein bisschen etwas über den Musculus psoas major als Seelenmuskel erzählen konnte. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, dann seht ihr, sobald ein neues Video rauskommt. Und somit verpasst ihr keine Tipps mehr und habt auch immer spannendes Lernmaterial. Bis zum nächsten Mal, und vergesst bitte nicht, den Musculus psoas major zu entspannen, Stress abzubauen und somit auch eure Rückenschmerzen günstig zu beeinflussen. Bleibt alle gesund!